Das ist die Plattform. Sie sieht jetzt so aus. Sie ist noch nicht fertig, sie wird laufend ergänzt. Was bietet diese Plattform, wozu dieses Projekt? In Zukunft spricht man vom Online-Gebärdensprachlexikon. Genau wie in einem Wörterbuch, Italienisch, Französisch zum Beispiel, findet man dort Wörter, aber wie zeigt man die Gebärden? Man kann sie nicht aufschreiben, es braucht Bewegung, um die Gebärden zu zeigen. Deshalb hat man dem einmal Plattform gesagt, aber später wird es als Gebärdensprachlexikon im Internet zu finden sein. Wie hier in dieser Form, ein Wort wird von einer Person gebärdet, zum Beispiel Arau. Die Person zeigt diese Gebärde fertig. So sieht das aus. Wann wurde damit begonnen? Vor 2 Jahren, aber damals war das Ziel, dies in 3 Sprachen anzubieten. So war 2008 erst einmal eine Einführung, man hat sich kennengelernt und ausgetauscht. Die Romandie und der Tessin kannten das Sammeln von Gebärden damals noch nicht. Sie hatten dies bis dahin nie gemacht. In der deutschen Schweiz schon durch Penny Brehm. Von 1985 bis 2007 hat sie selber eine Gebärdensprachdatenbank angelegt und geforscht. Als sich die GS Media später, man kann nicht sagen aufgelöst hat, aber als sie einen Ort für diese Sammlung suchten, hat der SGBFSS, die Dachorganisation, diese im Ressort Gebärdensprache übernommen. 2007 wollte der SGBFSS, dass der Zugang für alle möglich ist. Das bedeutete, dass die Plattform 3-sprachig aufgebaut werden musste. Das Ziel ist ein öffentlicher Zugang für alle, damit alle Leute einen Zugang zu Informationen über Gebärdensprache haben. Dies ist auch gut zum Beispiel für Fachpersonen, Beratungsstellen, Berufsschulen, um Jugendliche zu beraten, um ihren Wortschatz in Gebärdensprache zu unterstützen. Auch für Familien, für Kinder und vor allem Dolmetscher haben ein großes Bedürfnis danach. Sie haben Einsätze an verschiedenen Orten, an Schulen, beim Gericht, auch in der Tagesschau. So kann der Wortschatz der Plattform Sie unterstützen. Geboren worden sind sie. Der Bauch hat Fisch davon und dann ist eins rausgekommen. Und nur eins ist. Und am Schluss sind es 4. Und 4 kleine Kätzchen geschlossen. Die Füße sind noch offen. Wenn sie frisch auf Welt gekommen sind. Sind die Büsse nicht mehr blind? Was ist das? Das ist schwierig. Ich probiere da etwas im Zusammenhang mit dem Empfinden von Musik. Mal schauen. Ja, sie ist angenehm, ja. Ist es Englisch?
Text ist Englisch, ja. Amerikanisch. Die Verbindung mit der Musik. Ich spüre das Klavier. Immer noch Klavier. Ich bin neugierig, was es da in dieser speziellen Küche zu schmecken und zu schnuppern gibt. Kommt mal mit. Wir nehmen diesen Espuma, den Schaum mit Schokolade und Milch. Und geben jetzt das in den Flüssigstickstoff. Und das gibt so ein Meringue-artiges Teil aus Schokolade. Wer will probieren? Wichtig, Mund befeuchten. Mouille la bouche. Am Stück. Eine Mousse. Comment est-ce que vous dites azote en allemand? Stickstoff. Stickstoff. Das ist 80% von der Luft ist Stickstoff. Wo ist dieses gekühlt und flüssig gemacht? Jetzt mache ich das gleich. Ich möchte dich noch einmal fragen, was sind die vier Hauptforderungen? Kannst du die noch einmal erwähnen? Die erste Hauptforderung betrifft Kinder. Wir wollen das Gehör der Kinder von den hörenden Eltern sofort auch von den Erwachsenen gehörlosen betreut werden. Dass sie sofort Gebärdensprache bekommen. Dass nicht nur die hörenden Fachleute und die Ärzte alles von einem Spuren die gehörlose Welt weggedrängt werden. Wir wollen, dass gehörlose Kinder, wenn schon integriert, dann nicht einzeln Integration, sondern in Gruppen, drei, vier Gehörlose zusammen in einer Klasse verteilen, sonst vereinsamen sie in der hörenden Welt. Forderung 1. Forderung 2. Schon im Gleichstellungsgesetz enthalten, die Kantone müssen Eltern von gehörlosen Kindern gratis Gebärdensprachkurse anbieten. Bis jetzt hat kein Kanton das umgesetzt. Drittens, wir verlangen besseren Zugang zu Hochschulen für gehörlose. Die Schweiz hat fast keine Universitätsabschlüsse bei gehörlosen. Im Vergleich zum Ausland. Der vierte Vorteil betrifft die Arbeitgeber. Wir fordern, dass Arbeitgeber auch Gehörlose anstellen. Da muss man sensibilisieren, dass sie nicht vorurteilen, Gehörlose ablehnen oder auch selbst entlassen. Dazu muss man auch verpflichtende Vorschriften für Arbeitgeber machen, denke ich. Und meine zweite Frage ist, diese Hauptforderungen, wie lange braucht das, bis die umgesetzt sind? Ich bin kein Prophet der Zukunft. Diese Forderungen sind sehr schwierig. Der Bereich Schule ist Kantons- und Gemeindesache. Das heißt, wir müssen mit 26 Kantonen und fast 3000 Gemeinden verhandeln, ob Kernflucht sei. Und oft sagen sie, es ist teuer, wenn wir aber in einer Schule wollen nicht unsere Kinder abgeben. Das wird sehr schwierig. Und im Moment sowieso sind die kantonalen Gesetze eine Baustelle. Wird sicher Jahre dauern. Zwei Sachen. Erstens, diese vier Forderungen sollen sie aus dem Begehren immer wieder bei Kontakten mit Körpern wiederholen und es melden, immer wieder sagen. Das Zweite,
Ihr müsst euch einsetzen, dass die Schweiz endlich die UNO-Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderung ratifiziert hat, für unsere vier Forderungen bringen kann. Herzlich willkommen. Heute. Mein Name ist Corinne Barat und gebärde mich so mit der Augenwimper. Ich mache das anhand ein paar Beispiele. Vor 10 Monaten. Nein. Mein Name. Ausgeschlossen sind dieses Erlebnis. Das 6. Mal findet taktvoll statt. Und das Ziel von taktvoll ist die Begegnung von gehörlosen und hörenden Menschen. Es ist ein Kulturprojekt, das gehörlose und hörende Menschen organisieren für gehörlose und hörende Besucher. Wirklich eine Kulturveranstaltung. Über das Thema, über das Motto, das ihr gewählt habt. Im Taktvoll-Team, wo gehörlose und hörende Menschen zusammenarbeiten, von Sichtbar Gehörlose Zürich und dem Team von Alten Kasernen, haben wir uns Gedanken gemacht, ja, was könnten Themen sein. Wir haben uns entschieden für das Mal das Motto Sinne, Sinn und Unsinn. Dass man nämlich die Sinne einsetzen soll. In ganz verschiedenen Variationen. Wir haben Räume hier in Alten Kasernen, wo man zum Beispiel Feel the Music mal testen kann mit einer Vibrationsweste. Oder Molekularküche, wo man dort herausfinden konnte, was das alles beinhaltet. Es war ein ganz positiver Tag heute. Obwohl es draussen regnet in Strömen, haben wir sehr viele Besucher gehabt, sehr viele hörende Besucher, die die Räume haben austestet und ihre Erfahrungen gesammelt. Das ist wunderbar. Bewegt sich wie ein Napolitaner. Sie schwarz, sie sitzt im Wald. Sei calm. Muss mir jetzt helfen, den Wald machen. Also eben, Zeit zu... Das war eine schöne Vorstellung und jetzt, wie fühlst du dich? Glücklich, aber gleichzeitig kaputt. Den ganzen Tag über hier tanzen, bewegen, aber nun fühle ich mich sehr wohl. Ich habe Lust, in der Disco weiter zu tanzen. Einen Dank an die Stadt Winterthur und an die Leute mit Interesse an der Gehörlosenkultur. Das war ein schönes Theater. Stimmt es, dass du die Regie führtest? Nicht ich alleine. Zusammen mit Laurence Cretenant und dem Filmemacher Raphael haben wir das zu dritt gemacht.
Wir hatten schon Erfahrungen aus zwei früheren Projekten, wo ich auch mitgespielt habe. Diesmal wollte ich nicht mehr spielen und habe das ohne professionelle Unterstützung von außen einmal versucht. Es muss noch wachsen. Darum hat man es heute gesehen, waren heute keine Gebärden zu sehen, nur Körpersprache, sehr visuell. Wir hatten Ramesh eingeladen, der uns mögliche, ausdrucksstarke visuelle Techniken zeigte. Wir haben das mit ihm zusammen erarbeitet und hier war nun das Resultat dieses Projektes. Wie lange dauerten die Vorbereitungen? Normalerweise, wenn ein großes Projekt ist, braucht es ein Jahr zum Vorbereiten. Bei diesem eher kleinen Projekt, auch die finanziellen Möglichkeiten waren begrenzt, war das Ziel, mit 5 Personen zu arbeiten. Wir haben sowohl Personen mit Erfahrung gesucht, wie auch neue, haben Ideen gesammelt und das Ganze mit 5 Personen zusammen erarbeitet. Wir haben, glaube ich, im Januar angefangen, das bedeutet, wir haben etwas mehr als ein halbes Jahr gebraucht. Wir haben uns jede Woche und auch an den Wochenenden getroffen. Wie fühlst du dich jetzt, wo die Aufführung vorbei ist? Gut, es ist ein schönes Gefühl. Wir konnten etwas Sinnvolles beitragen, Spaß haben, Kultur pflegen, genießen und etwas vorführen. Es ist schön. Danke und weiterhin viel Spaß. Heute war ein langer Tag und es gab viel zu sehen. Die Parade, Vorträge, Anlässe zum Mitmachen, Interviews, alles sehr interessant. Ich hoffe, der Film über dieses andere Leben hat Ihnen gefallen. Jetzt beginnt die Disco, die Bar schließt langsam, der Anlass ist zu Ende. Zum Schluss möchte ich jetzt noch tanzen. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Focus 5. Auf Wiedersehen.